Tesa seit über 3 Jahren für das Thema Lead Management und Customer Data zuständig. Betreue da sämtliche Marketingmaßnahmen, sämtliche Touchpoints, wie man es heutzutage sagt, wo wir Leads bekommen können. Die Datenqualität bei Tesa, ich spreche da wahrscheinlich für sämtliche Unternehmen, die ist sehr, sehr wichtig. Wir haben eine sehr, sehr große Datenbank. Diese Daten aktuell zu halten, richtig zu halten, das ist eine Herausforderung. Und SnapAddy hilft uns aber an der Stelle. Vor SnapAddy war der Lead-Management-Prozess noch recht analog. Der Messekontakt wurde auf einem Papier-Fragebogen erfasst. Das macht schon mal keinen guten Eindruck bei Messebesucher, wenn wir da noch mit Papier und Stift parat stehen, um das Gespräch zu erfassen. Und zum anderen auch im Nachgang, in der Nachbearbeitung, hat das einen Papierberg an Messeberichten, den es da gab, der musste dann eingescannt werden und sozusagen händisch erfasst werden. Die Umstellung auf SnapAddy, die gelang sehr gut. Wir hatten keine lange Vorlaufzeit, um SnapAddy zu etablieren. Es lief aber trotzdem super. Wir konnten alle, die im Messeeinsatz waren, entsprechend schulen. Die Visit Report Anwender bei uns im Haus, die sind begeistert. Ich bin der Julian. Ich arbeite im Global Sales bei Tesa. Und das unterteilt sich bei uns in 3 Support-Ebenen. Ich bin dabei in dem First-Level-Support tätig. Also vor der Zeit mit SnapAddy als Anwender haben wir tatsächlich die Messeberichte noch in Papierform erfasst. War sehr umständlich für uns, hat natürlich auch zu vielen Problemen geführt. Früher war das sehr langatmig. Jetzt mit SnapAddy ist es zum einen modern, es geht sehr schnell. Wir haben eine sehr kundenfreundliche Abwicklung auch, weil wir mit dem Kunden parallel im Gespräch eben auf dem Tablet den Bericht nachvollziehbar gestalten können. Also SnapAddy ist für mich persönlich eine sehr anwenderfreundliche Applikation, die wir jetzt auf dem Tablet benutzen. Sie ist was für Jung und Alt, sage ich jetzt mal. Also für junge Menschen vor allem, die im Bereich Social Media und im Internet tätig sind, ist es sehr leicht nachvollziehbar, aber wie gesagt auch für ältere Menschen oder ältere Kollegen ist es einfach so, dass der Fragebogen sehr leicht aufgebaut ist. Also man kann wirklich anhand der einzelnen Schritte, der einzelnen Fragen eindeutig festlegen, was muss ich auswählen und welche Informationen des Kunden kann ich jetzt weitergeben. Also ich würde SnapAddy definitiv weiterempfehlen, weil es wie gesagt eine sehr anwendungsfreundliche App ist, die meiner Meinung nach alle Wünsche eines Standmitarbeiters auf einer Messe erfüllt und es uns auf jeden Fall den Messealltag leichter gemacht hat. Die alte Variante einscannen und in die Zentrale schicken, die wird aussterben. Und wir werden einfach SnapAddy, den Visitenkartenscanner, jetzt nutzen, um da noch mehr qualifizierte Daten zu bekommen. Das ist das Ziel.